Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und wieder aus dem Einstein. Mein Gast heute, wie angekündigt, ist die liebe Aino Laberenz. Hallo, grüß Hallo. Dich. du bist die, ich sag mal, Chefin vom Operndorf in Burkina Faso. was ist das Operndorf? Nicht so in einen Satz zu fassen. Das Operndorf ist ein Dorf. Dorf, was auf eine Art und Weise ständig wächst und auf der gleichen Seite schon angefangen hat zu leben. Die Idee hat sich jetzt irgendwie so entwickelt, es gab erstmal diese Suche, wo will man überhaupt hin, was will man überhaupt, es sind wahnsinnig viele Schichten so inhaltlich, wo man auch wirklich merkt, Christoph hat sich extrem mit dem Begriff von Kultur aufeinanderprallen, von Kulturen, was sehen wir, was nehmen wir wahr, wie begegnet man sich auseinandergesetzt und es findet im Prinzip da alles auch statt. Christoph, meinst du Christoph Schlingensee? Ja. Der ja, unserer und einer älteren Generation ziemlich bekannt ist. Durch nicht nur seine Kunst, sondern vor allem durch seine Aktionen. Ja. Genau, und die Idee von ihm ist halt eigentlich da auch wieder, da ist wahnsinnig viel von ihm aus seiner Arbeit zusammengekommen. Und wo er nicht nur gemerkt hat, ich bin jetzt an einem Punkt von meinem Leben, wo ich nicht mehr weiß, wie lange habe ich noch und was will ich hinterlassen, sondern auch irgendwie, er hat mal einen, wie ich finde, einen sehr schönen Satz gesagt, mir haben so viele Leute einen Weg bereitet. Und ich hatte die Möglichkeit, halt einfach mich auszuleben, wo auch, auf welcher Bühne auch immer. Und ich möchte, dass andere eben auch in irgendeiner Form diese Möglichkeit haben. Gleichzeitig ist es aber nicht dieser totale Gutmenschenanlass, irgendwie, ich möchte anderen eine Möglichkeit zur Kunst geben, sondern auch irgendwie eine totale Kritik an vielen Systemen. Also wir sehen Afrika permanent als ein Land womöglich. Und man schafft es nie, sich irgendwie gleichwertig auf einer Perspektive zu begegnen. Und es gibt diese Zahlen, dass 80-90% aller Bilder, die wir aus afrikanischen Ländern haben, sind letztlich von uns produziert. Weil wir unsere Korrespondenzen, unsere Journalisten, was weiß ich, runterschicken, die auch über die Kunst dort halt einfach Bilder produzieren und uns, also unser Afrika eigentlich präsentiert wird. Das, was wir uns überlegen. Wir brauchen die Armut, um unser Gefühl von wir helfen anderen zu befriedigen und halten uns die ganze Zeit dabei dann irgendwie runter. Und letztlich ist das Operndorf jetzt inhaltlich über dem konkreten Bau auch gesagt, ist in irgendeiner Form eine Plattform, wo sich Menschen dort veräußern können, produzieren können, ihre Geschichten erzählen können, wie auch immer. Und dass im Prinzip dass man sagt halt einfach, Kunst ist eine ganz konkrete Sprache. Und auf der anderen Seite haben wir eben angefangen zu bauen. Nach seinem Tod habe ich den Bau wieder aufgenommen. Und es gibt wie so verschiedene Schritte. Und der erste Schritt, den habe ich... Erstmal muss ich nachfragen, wie genau können wir uns so ein Dorf vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Naja, das Operndorf in dem Fall ist wirklich erstmal eine Form von künstlichem Dorf. Also es ist ein Dorf, was natürlich nicht von den Burkinabés dort überlegt wurde, sondern von Christoph zum Anfang. Trotzdem hat er sich natürlich umgeguckt und hat irgendwie jetzt nicht nur, es ist eine Form von Schneckensystem, wo er die Schnecke als langsamen Wachstum betrachtet hat. Also was sich von einem Mittelpunkt nach außen wie eine Spirale langsam erweitert. Er hat es beschrieben wie ein Organismus, der sich einfach nimmt, was er braucht. So. Und trotzdem hat er sehr konkret Phasen aufgestellt und hat gesagt, er möchte halt irgendwie bei den Kindern, also bei den Schülern im Prinzip anfangen und hat eine Schule als ersten Schwerpunkt gesetzt.
Und damit habe ich eben den ersten Bauabschnitt auch beendet letztes Jahr im Oktober und habe die erste Klasse eingeschult. Also es ist jetzt eine Schule vorhanden. Da sind zugehörig zu der Schule gibt es dann halt ein Tonstudio, weil es eine Kunstschule ist, Filmraum, es gibt Lehrerwohnungen, es gibt eine Kantine, also die Versorgung für die Kinder ist mit da drin. Und dann gibt es halt noch variable andere Gebäude, die für Magazine, Büroräume fungieren. Als zweite Phase ist jetzt die Krankenstation wichtig. Und es ist im Prinzip dieser Dorfcharakter, das, was so zum Leben auf irgendeine Art und Weise gehört. Und das Ganze heißt Operndorf, weil er natürlich auf der einen Seite genau wusste, was er mit dem Begriff Oper in seinem Zusammenhang auch an Diskussionen loslöst. Gleichzeitig hat er gesagt, ich habe kein Interesse, eine Form von Oper oder Festspielhaus oder was auch immer, Form von deutscher Kultur darunter zu bringen, so, und denen mal zu zeigen, wie es wirklich geht oder wie man es richtig macht, sondern er hat diesen Slogan von Afrika lernen letztlich sofort mit reingebracht und hat eben den Begriff der Oper erweitert für sich, also dass Oper eine Form der Kunst ist, wo vieles zusammenkommt. Installativ, Charakter, Musik, Wort, Sprache, Schauspieler, also Sänger, da kommt für ihn war das halt irgendwie etwas, was nicht einfach nur Oper für den Zuschauer, für eine bessere Gesellschaft irgendwie ist, sondern so eine Form, die man mal anders wieder untersuchen musste, die auch vielleicht mal wieder einen anderen Anlass, also einen Punkt, eine Erdung braucht, um gesellschaftlich wieder anders zu funktionieren. Und er hat zum Beispiel oft diesen Vergleich, dass man irgendwie früher in Epidaurus wirklich den Kranken Theater oder Oper die Chöre verschrieben hat zur Genesung, wirklich auf Rezept. Also dass Kunst in dem Moment, ob in Form von Musik oder in Form von Film oder was auch immer, etwas ist, was nicht nur am Leben teilnimmt, sondern was Teil des Lebens ist. Also dieses Kratzen zwischen den Grenzen von Kunst und Leben. Und er hat genauso gesagt, wenn dann irgendwann mal die Krankenstation da steht und ein neugeborenes Kind schreit, dann kann das auch Operngesang sein. Warum denn nicht so? Und also dass Kunst sehr konkret nicht nur, ja, wie gesagt, Teil des Lebens ist, sondern das Leben bedeutet mit so und auch andere Anlässe haben kann. Und ja, letztlich ist es halt irgendwie schwierig. Ich, auf der einen Seite bin ich so mitten im Bau, ganz konkret, irgendwie in verschiedenen Schritten und man ist da in so einer Konzeption von Häusern, von Materialien, was kommt dort vor. Man beschäftigt sich permanent mit dem Umfeld, also das finde ich einfach auch was sehr Wichtiges, dass man immer auch sich bewusst ist, wo man ist und nicht woher man kommt, man selber. Und weil ich baue ja da und nicht hier. Und auf der anderen Seite ist für mich dieser Inhalt permanent im direkten Umsetzen dabei. Wie oft zieht dich dieser Organismus dahin? Es kommt ganz drauf an. Also es kommt drauf an, in was für einer Phase man A da unten steckt. B, in was für einer Phase ich hier stecke. Also wenn ich jetzt irgendwie in einer Produktion bin, im Theater, dann bedeutet das 6 Wochen, dann kann ich in der Zeit nicht runterfahren. Dann fahre ich danach und davor, aber ich gucke schon, dass ich alle 2 Monate unten bin. Jetzt war ich gerade 2-mal in einem Monat da, also dann ist es mal wieder mehr, dann ist es mal wieder weniger. Aber ich glaube, also mehr als 3 Monate nicht da war ich. Ich finde das sehr spannend, eben diese... Dieses, ja, etwas zwischen Kunst und Leben. Mhm. Wie sind die Menschen da? Keine Ahnung, also ich kenne ja nicht alle. Nee, es ist halt irgendwie was... Gibt es so Leute, auf die du dich total freust, wenn du da runterfährst? Klar, total. Also es gibt, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr... Und was macht sie aus? Also ich finde das sehr schwer. Ich bin sehr oft da und ich habe natürlich ein bestimmtes Gefühl. Ich werde trotzdem nie wissen, wie es da funktioniert. Und da werde ich mich auch, werde ich auch einen Teufel tun, irgendwie zu tun, als würde ich wissen, wie es funktioniert. Ich werde nie Afrikanerin werden. So.
Und ich muss auch immer wieder merken, dass man einfach zuhört so, und nichts weiß. So. Und das finde ich eigentlich was sehr Schönes. Das ist etwas, was ich auch mit hier mit hinnehmen kann. So. Also das ist das, was es auch mit mir macht. Also es gibt natürlich, im letzten Jahr haben wir eigentlich so eine Form von Gremium, Künstlergremium aufgezogen mit Künstlern aus Burkina, aus Ouaga, seitens Musik, Tanz, Film, die ich wirklich sehr interessant finde. Und wo ich mich auch immer wieder drauf freue, wenn ich dann irgendwie zu einem Musiker gehe oder so und dann irgendwie mir angucke, was er gerade irgendwie wo drin der steckt. Und es ist jetzt gar nicht nur irgendwie so das Traditionelle, also das hat es auch, aber es ist auch was sehr... Ich habe zum Beispiel einen Musiker, das ist so zwischen Hip-Hop und irgendwie sowas, aber der arbeitet auch mit sehr, sehr traditioneller Musik, also mit vor allen Dingen mit Instrumenten. Ist ein sehr politischer Künstler und ist auch extrem zensiert. Auf der anderen Seite ist er in Burkina sehr bekannt. Und das ist da eben auch noch so, dass du politisch nicht die Freiheit hast, alles zu sagen, obwohl es diese afrikanische Demokratie ist. Den finde ich sehr spannend, weil das jemand ist, der... Das war aber auch spannend bei Schlingensief. Also auch natürlich, der natürlich. Der durfte auch nicht alles. Der durfte dann aber... Natürlich, besser. Natürlich. Aber das ist das merke ich, das, was mich eben auch interessiert, das zu sehen. Oder was ich ganz oft vermisse, ob das hier in Deutschland ist, wo du noch eine viel größere Freiheit in der Kunst hast, das zu sagen, was dich irgendwie was angeht, ohne eine Angst, wirklich eine existenzielle Angst, die hast du hier so nicht. Trotzdem machen das viele dann doch nicht, dass man mal irgendwo ein bisschen nochmal den Teppich lüftet oder wirklich reingeht. Und das ist das vielleicht, was ich ein Stück weit vermisse, dass man Risiken eingeht in der Kunst. Dass man, es gibt wenig mutige Leute. So. Dann stelle ich die Frage mal so. Es gibt Josef Beuys, es gab Schlingensief. Was ist die Vision von Labyrinth? Eine Vision habe ich erstmal gar nicht. Ich habe konkrete Einzelvisionen. Also ich habe kein Gesamtkonzept für mich. Also ich weiß auch nicht, wie alt man so wird und halte mich damit sehr mit zurück. Aber ich habe konkret fürs Operndorf keine Vision, aber einen Wunsch. Und da ist der Wunsch ganz klar, dass das Operndorf lebt, sich eine Form von Eigenleben nimmt. Was ich gerne immer weniger bestimmen will, was ich möchte, was bestimmt wird. Und dass es eine Form von Autonomie bekommt. Selbstorganisiert, selbstbestimmt. Ja. Selbstbewusst auch wahrscheinlich. Ja, unbedingt. Unbedingt. Und dass es wirklich eine Produktionsfläche ist. Dass es auf irgendeine Art und Weise auch ein Forschungslabor kann ist. Kann eben so ein Forschungslabor mit diesem Selbstbewusstsein hat vielleicht dann auch die Grundvoraussetzungen für Mut, den du gerade ansprichst. Vielleicht ist der Mut, dass die Initialzündung, da was loszutreten, dran zu bleiben. Also das war auf jeden Fall Christophs großer Mut, Christophs große Stärke. Und was ich merke, es ist eine Schwierigkeit, durchzuhalten und geduldig zu sein und dran zu bleiben auch immer wieder sich selbst zu hinterfragen, dass man sagt irgendwie, ich merke, also ich freue mich darüber, dass ich das selber an mir merke und auch gerne von mir will, dass man immer wieder sich so selbst beobachtet und selbst auch wirklich zwingt dazu, seinen ganzen Bewertungsapparat mal abzustellen. Dass man wirklich, oder wie schwer das eigentlich ist, sich ganz konkret auf ein Land, auf Menschen, auf einen Umstand wirklich einzulassen, ohne dass man halt irgendwie permanent ja dieses Bewerten mit im Rücken hat. Was bedeutet das für dich? Du bist ja nicht nur Chefin so einer Organisation, du bist Bauherrin, du bist Künstlerin, du bist wahrscheinlich noch 10 andere Berufe gleichzeitig und ehrgeizig in allem sehr gut zu sein. Ist das nicht ein gigantisches Spannungsfeld? Ja.
Also du lässt dich ja darauf auch ein. Du lässt dich auch auf die Menschen ein. Also ist das ein allumfassendes, universelles Einlassen? Keine Ahnung, ich glaube, ich weiß schon, was ich will, auch in bestimmten Dingen. Also wenn ich so ein Buch rausgebe, dann habe ich ein ganz klares Anliegen. So, und was ich gemerkt habe nach seinem Tod ist, ich habe unfassbar viel gelernt, auch an mir selber, was es bedeutet, wirklich eine Verantwortung zu tragen. So. Und ich bin bei all dem ja auch nicht alleine. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da unten stehe und irgendwie alleine so ein Riesenprojekt stemme. Also ich habe ein Team, sowohl hier als auch da. Ich habe viele Unterstützer, viele Leute, die eben nicht nur an Christoph geglaubt haben und an seine Ideen, sondern jetzt auch an das ganz konkret an das Projekt, an das Operndorf oder an mich. Und ich will nur ergründen, woher diese exorbitante Willenskraft herkommt. Die ist halt da. Die ist aber auch irgendwie im Fall des Operndorfs ganz, ganz konkret, weil ich sehe, bei dem, also wirklich, wenn ich unten bin und sehe, wie da schon was lebt, wie da sich schon was im Raum nimmt, wie da was schon funktioniert, bei aller Schwierigkeit. Aber das ist das, wo ich sehe irgendwie, da läuft nicht irgendwas in ein schwarzes Loch rein oder ins Leere, sondern es ist wahnsinnig konkret und wahnsinnig fassbar und direkt da. Und da siehst du, wohin das geht, deine Energie und dein Glaube. Und dieser Glaube kommt halt zurück in einer Form von Bestätigung. Und die Bestätigung ist da ganz direkt, sind dort die Menschen, die ihre Kinder in die Schule schicken, die im Bau gerade sind, die Eltern, die halt irgendwie mit anbauen wollen, die dieses Ding mitleben lassen wollen. So. Also die ein ganz klares, schon fast egoistisches Anliegen haben an mich, was nichts mehr nur mit mir zu tun hat, dass ich da etwas mache, sondern die sind gemeint, die sind betroffen und die wollen da was machen. Und das ist eigentlich das ist das Schönste, was so an Bestätigung oder was meinen Glauben in dem Moment an das Projekt jetzt bestärkt oder wo schon ganz, ganz direkt was zurückkommt. Also viel mehr als hier jegliche Form etwas zu umschreiben, zu beschreiben, zu sagen, glaub daran, das ist toll, gib da meinetwegen Geld für oder was auch immer, wo ich halt irgendwie so merke, dass da zu sein und das da zu sehen, was passiert vor Ort, darum geht es letztlich. Wie können sich Leute informieren, was da passiert? Ganz also praktisch. Ganz klar auf unserer Seite. Also wir haben Festspielhaus Afrika, eine Website, auch über Christophs Seite kommst du, also schlingensief.com kommst du auch auf die Seite. Da siehst du halt schon irgendwie so ein Stück weit, was ist Stand der Dinge. Natürlich auch irgendwie über Bilder, über Texte, so eine Initialzündung von ihm, die Ideen, aber auch wirklich sowieso Zeitleisten, wie ist der Bau begonnen, was ist der Jetztstand und so. Und da kriegt man eigentlich sehr, sehr viel von mit. So, also, würde ich schon sagen. Dankeschön für das Gespräch. Danke auch. Jetzt mache ich was ich extrem selten mache. Es ist für mich sehr schön, wir sind der gleiche Jahrgang und es ist für mich eigentlich schön, wenn ich so in die Welt blicke und irgendwie manchmal keinen Trost finde und manchmal ist man ja auch so irritiert über die eigene Generation oder die Jüngere oder so, und dann ist es sehr schön, wenn man einen Menschen der gleichen Generation kennt mit so viel Willenskraft und so außergewöhnlichem Trost. War ein sehr schönes Gespräch, Dankeschön. Danke auch. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Informieren könnt ihr euch über das Operndorf unter dieser Adresse. Und wir sind uns wieder mit dem Chef vom Mehr Demokratie e.V., Roman Huber. Bis zum nächsten Mal. Danke.